viel? Was? Na, erzähl, wie viel? Wie viel? Na, pass auf, wir gehen Fastbrause trinken und dann unterhalten wir uns. Alles klar, machen wir. Also ich melde mich nächste Woche nochmal, bringe ich meine Schwester mit und du nimmst doch richtig durch, ja? Ja, ist doch genau. Ich filme mit. In einer Woche wieder einschalten, sammeln, hab ich Wodka gesoffen oder so? Salmonellen. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Ja, natürlich, schaltet alle ein, Freitag in einer Woche. Schärfste Sendung. Und ey, nächste Woche, Leute, feiern wir, wie Wovereit ganz weit runter geht und Tempelhof ganz weit nach oben. Bist du von meinen Abgasen hier schon besoffen geworden? Ja, hast du denn? Ich hab ja nicht mitbekommen. Nee, diese. Nein, hab ich nicht. Russland grüßt dich und liebt alle. Erzähl mal. Ja, hallo, hier ist der Markus. Hi, Markus. Ich nehme gerne Eier in den Mund. Okay. Bist du für oder gegen Wovereit? Ach, Wovereit ist toll. Markus, Karlsruhe bin ich. Ich will gerne in den Arsch gefickt werden. Marco, bist du denn für oder gegen Tempelhof? Ach, ich liebe Pennerpisse. Ey, können die nicht mal ein paar nette, sympathische Ladies anrufen? Oh, Mann. Hallo. Nicht von irgendwie, weiß ich nicht, erzählen. Ja, bitte. Ey, ich bin gegen Tempelhof. Gegen? Ich scheiß auf Tempelhof und ich scheiß auf alle. Ich habe ein Problem, Alter. Ja, warte. Ich bin arbeitslos, Mann. Ich habe nichts zu tun. Tja, das ist ja blöd, oder? Ich schlafe jeden Tag bis 15, 16 Uhr. Wovereit ist schuld. Ganz genau, ja. Wovereit ist schuld, kein anderer. Pass auf, ihr müsst euch immer merken, Wovereit ist an allem schuld. Auch wenn er nicht dran schuld hat, hat er automatisch Schuld dran, weil er da ist. Aber Merkel hat auch Schuld. Nein, Merkel ist unschuldig. Und sie ist zu weit weg, also... Genau, sie ist zu weit weg. Genau. Wovereit ist ja da. Der ist ja oben am Kudamm. Könnt ihr jederzeit besuchen. Genau. Ach, Nico. Ich schick ihn mal, aber trotzdem bin ich arbeitslos. Ja, dann bei Wovereit fragen, ob er für dich Arbeit hat. Genau. Ja. Weil er ist quasi dein Arbeitgeber. Ich schick meinen Arbeitgeber.